Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash of Clans, in der ich mir heute mal ein bisschen meine Mauer hier mal upgraden. Aber wobei, ich sehe gerade, ich kann ja gar nicht. Außer ich würde das hier beschleunigen. Ja, dann machen wir das beim nächsten Mal. Ich fordere erstmal ein paar Truppen an. So. Ich hoffe mal, es ist gerade jemand da. Ich werde heute übrigens 3 Folgen aufnehmen, da wir ja heute Abend mit Warlords of Draenor durchstarten wollen und ich deswegen morgen wahrscheinlich eher weniger dazu komme. Also nicht wundern, dass ihr, wenn ihr jetzt in der Folge hier nicht drin seid oder so. Level 1 Lakai. Yay! Supi. Ja, einmal Danke schreiben. So. Perfekt. Schaue ich mir nochmal direkt an. Kann ich sehen, wie gut die sind? Nee, kann ich nicht. Okay. Kann ich die hier drin sehen, wie gut die sind? Nee. Drache. Sind die Lakaien dann die dunklen Truppen? Okay. Weil irgendwie sehe ich die hier gar nicht drin. Drachen kann ich hier auch noch nicht upgraden. Macht ja auch keinen Sinn. Ich muss mal das Labor irgendwie upgraden. So, also, ich habe schon gelesen, dass ihr geschrieben habt, dass ihr heute erst so gegen 15:30 alle grob da seid. Deswegen kommt ihr dann in die zweite Folge, also die dann morgen kommt. Ich weiß, es ist gerade etwas verwirrend, aber es ist einfach so viel zu tun. So, angreifen bringt gerade nichts, aber ich könnte mal hier reinschauen. Mauern aus Stahl. Ich traue diesen Typen hier mal nicht. Ich kann ja mal die Verteidigung testen. Okay, also hier haben wir schon mal jede Menge von diesen Bouncy Traps. Hier auch. Und da natürlich auch. Was? Sind da noch welche da? Nochmal welche. So. Und noch eine. Okay. Also wir wissen jetzt, er hat 4 Bounce Traps hier rum. Hier hat er auch nochmal 2 Bomben und jeweils eine Bounce Trap. Oh Mann. Ohoho, wir haben verloren. Egal. War eh nur zum Testen. Yay, Bogenschützen. Danke. So. Gut, dann erst nochmal ein paar Barbaren bauen, die wir gerade verheizt haben. So. Dann gucke ich mir noch meine letzten. Oje, Mini, da habe ich aber immer ordentlich drauf bekommen. Aber bei den Truppen hier. Ihr seht ja, selbst mein Mörser macht den hier kaum Schaden. Oh je, Mini. Diese riesige Horde Barbaren, die sich einfach durchmäht. Ich muss auch irgendwann mal gucken, dass ich mein... Ja, es hat fast gereicht hier sogar, um das Haupthaus zu retten. Schickt er das letzte bisschen auch noch rein. Was war denn das? Warum hat er denn hier das Teil hingeschmissen? Ah ja. Da wollte er es ernsthaft noch wissen und schiebt auch noch seine Drachen rein. Also bei den Kosten, die er da in mich reingejagt hat, bin ich doch recht stolz, dass meine Verteidigung so lange gehalten hat. Pascal, klar, ich nehme eh gerade auf, zeig's direkt. So. Einmal Pascal besuchen. So. Oh Mann, da wäre ich ja richtig neidisch. Das ist ja schon krass. Oh Mann. Und hier schläft der Barbarenkönig auf seiner Plattform, dass sie dem nicht auch mal ein besseres Haus gegeben haben. Der arme Kerl. Oh Mann. Nee, krasse Verteidigung, definitiv. Auch die Mörser sind alle drin. Finde ich auch nicht schlecht.
Hier baut er ein schönes dunkles Elixier ab. Ich glaube, ich guck mal gerade. Die Seite ist noch mit die schwächste, finde ich. Ja, wobei, das hat nur keinen Magierturm. Dafür sind da zwei von den Kanonen. Hilfe. Also, wie man da gescheit reinkommt, möchte ich auch gerne mal wissen. Ich glaube nicht, dass er besonders oft angegriffen wird. So. Da haben wir einmal das gezeigt. Dann gucke ich doch direkt mal in den aktuellen Clankrieg rein. Yay, ich bin schon auf 38 hoch. Oh, das ist schlecht. Der Hottenlutscher. Yay. Also so ein Name, kombiniert mit auch noch, wenn er sich auch noch verschrieben hat. Oh Mann. Gut, fangen wir mal von unten an. Erstmal gucken, ob noch jemand was geschrieben hat. Hi. Immer diese Namen, Anti-BVB. Vielleicht sollte ich ihm nicht sagen, dass ich BVB-Fan bin. So. Okay, mal gucken. Selbst der Schwächste von ihnen hat einen Magierturm. Das ist natürlich krass. Huiuiui. Der ist schwächer. Okay, der Letzte lässt sich aber anscheinend einfach nur ein bisschen runterranken. Das hier ist auf jeden Fall mehr machbar, wenn man es geschafft hat, die Truppen rauszulocken. Was haben wir hier? Ob er befördert werden dürfte bei dem Namen. Das muss ich mir aber ganz genau überlegen. So. Ja, aber auch wenn er sich... wenn er sich vom Namen her ein bisschen dagegen vergriffen hat. Nee, egal. Ist mir ja völlig egal, solange ihr nicht irgendwas Beleidigendes habt. Na klar, kann ich machen. Befördere ich gleich mal. So. Er ist jetzt auch schon eine Weile drin und habe bis jetzt noch nichts gemacht. Das passt schon. Hier zum Beispiel. Hoppala. Und ja, also ich glaube, man könnte komplett den Bereich hier platt machen, ohne irgendwie von hier unten tangiert zu werden. Ich glaube, die 41 könnte ich mir wirklich mal zur Gemüte führen dann. Wo ist denn hier die Clanburg? Hey, man könnte es sogar schaffen, den Minenwerfer wegzumachen, bevor die Clanburg kommen. Das ist doch geil. Die 40 geht also auch. Das ist jetzt schon heftiger, die 39. Puh, also ab dem Level wird es jetzt langsam schwierig für mich. Also noch 39, denke ich mal, für mich das letzte Machbare. Und... So, dann gucken wir uns mal an. Ja, ja. Nicht so fordern. So. Echt? Da überlege ich mir doch nochmal, ob ich ihn befördere. Wo haben wir ihn denn hier? So. Na gut. So. Haben wir noch irgendwen, den ich vielleicht mal befördern könnte? Wer ist jetzt schon ein bisschen länger dabei, den ich noch nicht befördert habe? So. Alles klar. Und... So, dann hätten wir das einmal durch. Gucken, kann ich irgendwas entwickeln? Oh Gott, ist das teuer. Gut. Dann kann ich momentan gar nicht mehr viel zeigen. Wird gerade mal eine kürzere Folge, bis meine Truppen fertig gebaut sind. Aber ich nehme heute noch eine auf, die dann bei euch aber erst morgen kommt. So. Einmal gut schreiben. So. Also ich gucke mir euch übrigens alle an, die jetzt von meinen Clan-Leuten zuschauen, und ich befördere immer regelmäßig dann, wenn ich merke, dass derjenige sich gut gemacht hat. Kann ich gerade was upgraden? Nein? Gut. Also ihr müsst nicht immer schreiben, ich habe euch nicht vergessen. Meine Barbaren bauen auch fleißig. Hubala. So.
Aber ich denke mal, sobald ich das hier abgegradet habe, das Haupthaus, muss ich das Ganze hier auch mal wieder umbauen. Aber 750.000, das dauert noch ein bisschen. Gut, dann mache ich hier einen kurzen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Aber keine Angst, ich habe euch nicht vergessen. Ich mache dir dann ungefähr 15:30 Uhr, wobei, wenn ihr das hier seht, wisst ihr das ja selber schon. Ihr kommt dann einfach in der nächsten Folge mit dran. Alles klar. Ciao, ciao.